Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und bevor wir zum Pro und Contra der Überfälle kommen, absolut richtig hier, würde ich sagen, ich danke euch für die Zeit hier. Mir ist das leider zu wenig Austausch. Wirkt mehr wie eine Ansammlung von Einzelkämpfern, ja. Das denke ich auch. Hier im Clan Herausforderer und auch im Clan Free-to-Play sind viele, viele Einzelkämpfer, denn dort erstreckt sich ja so ein Clash of Clans Tag über 24 Stunden und jeder kommt, wann er gerne möchte. Und ich meine, klar kann man sich austauschen, wenn jetzt jemand unbedingt seine Angriffe mit jemand planen möchte, dann geht man das Einfachste in den Discord und geht dort in einen Sprachkanal und dann spricht man das Ganze durch. Da kann man auch seinen Bildschirm sharen, also auch vom Mobile Device, und kann dann was zeigen. Und ja, so kann man es eigentlich, so kann man es eigentlich machen. Und deswegen ist das nicht so wie hier in anderen Spielen, die ich noch so spiele. In New World zum Beispiel sind wir abends 50 Leute, die dann Krieg spielen. Das Ganze dauert eine halbe Stunde. Und dann sind wir auch wieder weg. Aber es sind halt 50 Leute da und danach geht es wieder in die Gruppensuchen rein. Da sind wir dann auch so um die 10, 20, je nachdem. Also es ist was ganz anderes, was Kommunikation da angeht, als hier in Clash of Clans. Aber mit einem Schlag hier fast 15 Leute verloren oder so, weiß ich gar nicht. Ist natürlich auch krank, muss ich sagen. Denn man hat dann auch schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Vertrauen aufgebaut, aber erstmal, wie gesagt, ist das hier, glaube ich, eine ziemlich harte Männerwirtschaft. Und Männer sind halt öfter mal ein bisschen verbohrter und sind nicht so redegewandt und brauchen auch nicht so viel Redung. Ihr wisst schon, was ich meine. Und aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal Nachtschatten. Und dann noch ein paar Mal Zolp, 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 Zolp. Ja, das sind schon ganz schön viele, muss ich mal so sagen. Aber das lehrt einen dann auch wieder, dass du hier nicht ganze Clans aufnimmst. Die kommen dann gleich mit 20 Leuten. Dann ist der Clan voll und dann gehen die aber auch wieder mit 20 Leuten. Ist also auch nicht so richtig toll. Besser, auch da findet man vielleicht eine Regelung, wo man sagt, ich nehme einen auf, maximal 2 Twinks von dir, das war's. Dann tut es nicht ganz so weh. Aber jetzt sind wir wieder beim alten Stand, 33 Leute. Und das ist hier halt der harte Kern. Aber da sind auch noch ein paar von mir dabei. Und die waren auch am Wochenende dabei, beim Überfallwochenende. Und wir wollen mal ein bisschen beleuchten, dieses Überfallwochenende. Pro und Contra. Also ich muss erstmal Pro. Ganz klar, man kann noch in die Wiederholung rein. Das finde ich sehr, sehr gut. Das Überfallwochenende ist ja vorbei und man kann sich trotzdem noch mal ein bisschen was anschauen. Ist natürlich sehr, sehr cool. Das kannst du in der Liga nicht machen, wenn die Liga erstmal vorbei ist und ein neuer Clankrieg startet. Dann kannst du von der Liga nichts mehr sehen, außer dein Ergebnis irgendwo in den Statistiken. Aber hier kann man wirklich noch ein bisschen in die Tiefe klicken. Und ihr habt ja sicherlich auch mitbekommen, an dem Überfallwochenende, dass man unheimlich viel machen kann. Auch was Zusammensein-Sachen angeht. Wo man halt dafür sorgen kann, dass auch so ziemlich jeder seinen sechsten Angriff machen kann, damit er oder einen Zusatzangriff machen kann. Dazu muss man halt eine Base auf 100% schaffen. Und das kann man natürlich auch hinspielen für jeden, indem man, ich sag mal, eine Base mit 95% offen lässt und der nächste macht dann einfach die 100 und bekommt seinen zusätzlichen Angriff dabei. Und auch während des Wochenendes wurde hier natürlich fleißig gebaut, weil es gibt natürlich jetzt auch dann viel Stadtgold hier zu erspielen. Und ihr seht, wir sind hier in der Clanstadt auch heftig dabei, die Armeelager zu machen, die weiteren Ruinen hier freizuschalten, weil die Ruinen brauchst du in jedem Fall, um die Gebäudeanzahl dann frei zu haben, um die Bezirke weiter zu leveln, die Rathäuser in den Bezirken und im Stadtgipfel weiter zu leveln. Also ist alles nicht ganz unwichtig. Und hier unten können wir aber da mal sehen, die Zusammenfassung, sage ich mal, also die Zusammenfassung hier bei uns erstreckt sich jetzt natürlich über alle Mitglieder, die noch da waren, auch über die, die jetzt weg sind, weil deren Fortschritt geht ja nicht verloren. Und dazu dann schon mal vielen Dank, ja, dass ihr so fleißig hier mitgespielt habt. Und also wir haben knapp 190.000 Stadtgold erspielt, haben 25 Überfälle abgeschlossen, 236 Angriffe dabei gemacht und 66 Bezirke zerstört. Da könnte man jetzt noch ein bisschen Parallele ziehen. Hier seht ihr das so ein bisschen in der Übersicht. Also ich bin ganz, 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 ganz unten. Das waren auch noch so die ersten vorsichtigen Anfänge. Ist aber nicht so schlimm, weil das gesamte
ist hier ausschlaggebend für den späteren, ich nenne es mal so, Kriegsloot. Und deswegen ist das eigentlich Wumpe, ob jetzt einer 8000 gemacht hat oder 7080 wie der Licaro oder hier unten wie der Toti. Und Avatar nur mit 1530 und Thorsten noch nicht mal den sechsten Angriff gemacht. Einer hat hier nur 4 Angriffe gemacht. Hier sehen wir dann auch, dass es welche gibt noch mit 3. Ach nee, das ist hier gar nicht. Ah, hier noch mit 5. Ja, also auch da. Ich hab hier wirklich noch groß abgeräumt mit Frei, Uschi. Ich habe mit allen nur angegriffen gestern. Und ist natürlich eine ganze Menge dann, 6 Angriffe hier zu machen. Aber es macht schon ein bisschen Laune, wie man so ein bisschen so auch den Fortschritt sieht. Und ihr seht, oben haben wir schon gar nicht mehr so viel machen können, weil wahrscheinlich keiner mehr irgendeinen Angriff offen hatte, aber ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, ich hatte mir eigentlich schon einen Krieg rausgesucht hier. Oder war das gar nicht hier? Oder war das in dem anderen Klon? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, nee. Das sind die, die wir gemacht haben. Ah doch, man müsste hier eigentlich reingehen können, das stimmt. Ah ja, hier haben wir jetzt auch schon drei Sachen stehen gehabt, die zerstört werden mussten. Und zu Anfang war es ja in der Regel nur der Stadtgipfel und wenn überhaupt das Barbarenlager. Und was natürlich sehr, sehr cool ist, hier kann man dann in die Details gehen, wer hat es eigentlich gemacht. Aha, sieh da, der Donnerbengel brauchte wahrscheinlich auch gar nicht mehr viel machen. Ja, nee, brauchte wirklich nicht mehr viel machen. Das ist da oben noch der eine Turm. Okay. Aber so hat man sich hier so ein bisschen rangetastet. Und ja, und dann ist es hier unten noch der eine Turm und der Minenwerfer hier. Und dann war es das auch. Noch eine Hütte, glaube ich. Und dann war es das auch. Und auch Riesenbombe nochmal da. Dankeschön. Ja, irgendwann kriegst du auch die Zauber dabei. Also ein Heilzauber, den haben wir uns schon freigespielt. Ich denke, das habt ihr auch so gemacht. Und von daher war das, fand ich hier von der Stadt her eine ganz erfolgreiche Sache. Also so will ich es nicht sagen. Achso, man kann es sogar nochmal erneut spielen, okay. Und also so ein bisschen, um das Gefüge hier so ein bisschen zusammenzuhalten. Und fand ich eigentlich ganz nett. Und also dem gewinne ich in jedem Fall was Positives ab. Man kann schon viele Stadtmarken machen. Und je nachdem, mit wie viel man ist, aber hier zählen ja jetzt, glaube ich, alle rein. 41 von 50. Na, wir waren aber auch nicht ganz 50 hier. Das finde ich schon nicht schlecht. Aber einige haben hier auch heftig schon reingebuttert. Komme ich jetzt aber gleich zu. Also, das finde ich erstmal sehr pro hier, dass man nochmal reingucken kann. Und ich meine, klar, hier kannst du natürlich immer reingucken. Hier kannst du natürlich jetzt auch weitermachen. Ich habe im Moment auf 0 hier mit dem Thorsten, aber ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen investiert, nämlich Dunkles und auch Elex. Das sieht man hier, die 1600, das ist meistens Elex. Elex gibt nicht ganz so viel wie Gold und Elex. Also das ist Bauarbeiter-Elex hier und Bauarbeiter-Gold. Und hier hinten ist es jeweils zweimal das Dunkle. Und ihr seht auch, meine Lager sind auch recht leer. Ja, aber ich würde jetzt kurz mal in den Clan Free-to-Play reinspringen, auf den Toti. Denn die haben natürlich auch gespielt. Und sind ein bisschen weniger gewesen, aber an den Medals und so war das gar nicht mal so viel weniger. Wir gucken gerade mal. Und auch hier sind wir schon im Magiertal angelangt, haben aber, glaube ich, auch hier noch die Armeelager zu bauen. Da seht ihr, Armeelager ist noch im Ausbau. Ich kann hier auch nichts mehr ausgeben, habe 317 Marken bekommen. Davon gibt es jeweils Angriffsbelohnungsmarken und Verteidigungsbelohnungsmarken und hier ist es natürlich nicht ganz so viel, weil wir hier auch nicht so viel waren, aber auch hier habe ich mit allen angegriffen und ihr seht schon, oben ist der Toto. Liegt auch daran, dass ich das System natürlich irgendwann verstanden habe. Wie machst du hier möglichst viel für den Clan? Und dann mit Barfuß war ich am Start, mit Lela, mit Alex, mit 2 Socken. Ich habe hier wirklich jeden angreifen lassen, nur von mir. Das lohnt sich dann natürlich, wenn du mehr Clanisch spielst. Aber ihr seht hier unten schon, Khan nur 1 Angriff von 5 gemacht. Zerzischke Goblin 3 von 5. Irgendeiner hat dann auch sein Gemini Jonas auch nur 3. Ist natürlich schade, dass die Leute da nicht angreifen. Um die Bezirke noch zuzumachen. Auto 11 Meter auf Otto.
Out, oder Elfmeter. 5 von 5, hier seht ihr auch hier den Bonusangriff nicht mit reingeholt. Da kann man sicherlich ein bisschen absprechen, ja, so nach dem Motto, lass mal die Base offen für mich, dann kriege ich meinen Bonusangriff noch. Sicherlich eine gute Sache, sollte man, ja, ich denke mal, so kann man vorgehen. Aber ich meine, Leute, es war der erste Überfall und es wird ja erstmal immer ein bisschen mehr, was es auch an Stadtmarken gibt etc., je mehr man später auch in die Zerstörung geht. Und das wird ja auf jeden Fall mehr werden. Denn wenn erstmal hier noch viel, viel mehr freigeschaltet ist, dann kannst du auch noch viel, viel mehr machen. Armeelager gehen hoch, hast mehr Truppen dabei, hast mehr Zauber dabei. Also es wird auf jeden Fall etwas mehr. Und jetzt zu Anfang ist es natürlich echt noch nicht so viel gewesen, aber wie gesagt, das ist eigentlich so das einzige Pro, was ich hatte. Der Spielspaß war da über einen Muttertag, den habe ich allerdings auch, ich will nicht sagen, bei meiner Mutter gänzlich verbracht. Die eine Stunde habe ich da verbracht, mal zum Kaffee trinken, ja. Aber war natürlich ein schönes Wochenende und viel Kilometer gelaufen, also Spaziergänge ohne Ende. Und das schöne Wetter genießen, ein bisschen Vitamin D tanken, ist glaube ich auch nicht schlecht, wenn man hier ein bisschen dann clasht. Ich habe das meistens abends gemacht, denn wir haben hier in der Liga so unheimlich hohe Zeitverschiebung im Moment. Das kann ich mir nur erklären, dass das durch die Wartungspausen gekommen ist. Aber ihr seht schon den Pfeil da oben und da kann ich jetzt natürlich drauf gehen. Und ich habe die Überfallmedaillen natürlich bekommen. Und die kann ich hier verwenden. Cool. Ich kann mir jetzt selber spielen mit Überfallmedaillen, wenn mal keiner im Clan ist. Ja, wie gut, dass ich meine eigenen Leute im Clan habe. So spende ich mir natürlich selber und werde hier tunlichst nicht diese Überfallmedaillen nehmen. Ich meine, das sind auch 39 Stück. Ich habe jetzt nicht wirklich so viel. Und das nur für eine halbvolle Clanburg. Ne? Das machen wir mal nicht. Und wir haben hier aber einen Live-Angriff. Das ist cool. Von uns auf uns? Nee, von uns. Oh, der Pascal. Ach, der hat seinen Angriff einen Tag vorher leider versäumt und wir haben verloren den vorletzten Clankrieg. Schade, schade, schade. Ich weiß gar nicht, ob er dazu was geschrieben hat. Sorry wegen dem nicht genutzten Armgästchen, aber es absolut verpennt. Das kann ich sogar nachvollziehen, weil der Clankrieg ist irgendwann mitten in der Nacht zu Ende gegangen oder mitten in den Morgen. Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste ich nochmal schauen, wann ich den letzten Angriff gemacht habe, denn ich habe meine auch unheimlich spät gemacht. Ich glaube, so gegen 2 Uhr oder 2:30 war schon oder sowas. Also wirklich heftig spät, denn das Ganze ist hier irgendwie so ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich gehe mal davon aus, wegen den Wartungen, die noch waren, wegen dem Überfallwochenende, dass dadurch die Zeit so ein bisschen nach hinten gerutscht ist und vielleicht auch wegen unter Umständen Zeitverschiebung. Und hier hat er jetzt aber gleich schon mal das Rathaus. Das schneckt er sich hier weg, jawohl. Adler fällt jetzt auch endlich von den Bets. Die Bets teilen sich noch nicht auf, das ist cool. Ja, so ein paar teilen sich da auf, aber die werden auch nicht mehr alles schaffen, denke ich mal. Er muss auf jeden Fall den Scattershot, oh, der hat noch nicht geschossen, der Scatter. Aber er hat hier noch seine Queen mit einem Heiler und die Heiler, oh, die haben sich geteilt. Die haben sich hier geteilt, ja. Sind natürlich noch viele Hexen da, ne? Sind natürlich noch viel Hexen da, muss man ganz klar sagen. Die Heiler, geht doch nach zur anderen Seite. Jetzt fliegen die gleich hier wieder einmal durch und kriegen natürlich Beschuss von allem. Aber nun gut, oh, die gehen hier sogar rein. Das ist natürlich sehr cool hier mit den Skellies. Bleibt da mal, das ist echt cool, aber oh, der Multi da. Der Multi wird wehtun und auch der Scattershot. Beide Defenses werden wehtun, aber er muss jetzt auch auf den 14er drauf und ist selber nur 12, glaube ich. Ich meine, Pascal ist ein 12er. Wir haben ja nur einen 13er im Moment oben. Und damit hat er das ganz schön gemacht. Oh, passt so. Aber wie gesagt, schade, vorletzten Clankrieg haben wir verloren. Aber ich denke mal, wir halten die Liga. Wenn wir nicht sogar noch aufsteigen, bin ich mir nicht ganz sicher. Müsste ich ein bisschen tiefer reingucken. Aber wie gesagt, das Ding hier läuft jetzt auch erst 1,5 Stunden. Und da ist natürlich schade, dass er den Angriff tatsächlich nicht mehr gepackt hat. Aber der Krieg selber, dieser hier, der ging irgendwie ganz, ganz dusselig aus. Warte mal, Kriegsinfo, Kriegsereignisse, da müsste Alex mit drin sein. Vor 2 Stunden 36, ja, eigentlich hätte er es doch noch packen können. Schade auch. Ja, ist nicht so schlimm. Ich sehe das jetzt nicht so als ultra schlimm an und
denn wir haben ja vermehrt hier, dass du auf hier gespielt, hier wird nichts gefertigt, das passt so. Und ja, im Moment habe ich nur ein Pro, aber ich zeige euch noch ein zweites Pro. Warte mal, ich zeige euch noch ein zweites Pro, Leute. Ich zeige euch ein zweites Pro, denn Supercell hat nochmal korrigiert. Es gab ja Free Gems hier. Free Gems sage ich schon. Frei Stadtgold, wenn man das Ding hier macht, 2600. 100 bekam man am Anfang, also 2700. Und sie haben nochmal hier im Pass nachkorrigiert. Nochmal im Pass ein bisschen nachkorrigiert, was das Stadtgold angeht. Denn es gab ja 3000 im gesamten Silberpass unten. Das ist jetzt etwas aufgestockt. Auf 2000 gibt es jetzt zu Anfang. Das ist natürlich doof, dass es die Masse zu Anfang jetzt gibt. Und wenn du mehr Pass spielst, bekommst du weniger Stadtgold. Das ist irgendwie auch doof, ne? Passt ja irgendwie vorne und hinten gar nicht, ne? Ich meine, für nur 1000 Stadtgold muss ich jetzt ganz viele Punkte machen und für 2000 ganz wenig Punkte. Okay. Naja, und am Ende kann man dann noch mal hier 1500, das hatte ich aber schon gesagt, bei 1850. Und so kommt man schon mal noch mehr auf umsonst Startgold. Also, das ist nochmal so ein kleiner Pro. Aber mehr konnte ich dem Ganzen ehrlich gesagt jetzt nicht abgewinnen. Und tatsächlich hatte auch jemand mit seiner Aussage recht. Denn wenn wir hier mal reingucken, My Clan Clanstadt, dann haben einige hier schon richtig was reingeballert an Punkten und an Startgold. Da ist sicherlich der ein oder andere Gem geflossen. Wenn nicht für Bauarbeitertränke, dann für die Sachen Gold und Elex, damit man das halt in die Stadt investieren kann. Aber sind wir mal ehrlich, das muss man wirklich fairerweise sagen. Ich meine, ich habe hier 385 bekommen, das haben die anderen ja auch alle bekommen, glaube ich, ne? Und ist das so? Haben das alle anderen auch bekommen? Lass mal gerade gucken. Wen habe ich hier denn noch drin? Basti habe ich hier noch drin. Mal sehen, ob der die gleiche Menge bekommen hat. 385, ja, 385, weil es ist ja das Gesamtgefüge, was hier auf einen zukommt. Und aber er hat, der Skull hat das vor allen Dingen heute Morgen geschrieben, er hat nicht ganz Unrecht. Wir haben jetzt 385 und einige haben hier ja schon echt reingepäht. Denn wenn du, ich muss nochmal wieder auf den Thorsten zurück, entschuldige bitte dieses Hin- und Hergespringe, ist eigentlich nicht mein Ding. Und einige haben hier natürlich schon richtig reingepäht hier unten und haben hier richtig Gold und Elex auch drin stecken. Ja, sind wir mal ehrlich. Du musst hier ja richtig viel Elex rein investieren und wenn du dann hier in den Händler gehst, dann kommt die richtig große Enttäuschung, muss ich auch echt mal sagen. Das ist ein echtes Kontra im Moment noch. Denn für die Überfallmedaillen, guckt euch die Preise. Hallo? Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht, wirklich nicht. Also ich meine, für 2,5 Millionen 300 Überfallmedaillen ausgeben und für 25.000 300 Überfallmedaillen. Also das ist überarbeitungswürdig hier, muss ich jetzt echt mal so sagen. Das macht kein Mensch, tut mir leid. Denn da hat der Skull schon ganz recht, einige haben hier unten echt schon Millionen drin stecken, wenn nicht sogar im zweistelligen, dreistelligen Bereich. Und haben hier mit Gold und Elex geforscht. Und dann machst du 300. Dann sollst du. Das ist ein Witz, oder? Das ist doch echt ein Witz. Tut mir leid. Also da passt das Verhältnis mal gar nicht. Wenn hier jetzt stehen würde 30, ja, dann hätte ich gesagt, das ist in Ordnung. 30 ist in Ordnung. Also überall einfach eine 0 wegstreichen, Supercell. Und dann sind die Preise auch wieder in Ordnung. Aber so ist das nichts. Ich meine, okay, jetzt in den nächsten Überfällen wird es vielleicht mehr Stadtgold geben, was man da holt. Dann wird es auch mehr prozentual geben, was man holt. Und dann bekommt man wahrscheinlich auch im Durchschnitt mehr Überfallmedaillen. Aber die Preise, nee, das tut sich doch kein Mensch an. Also wer das macht, ne, der gehört geschlagen. Ich meine, für die Juwelen hier, für die Medaillen, 2,5 Gold, für 25 Medaillen, ja. Wenn hier jetzt stehen würde 250 Medaillen, würde das auch keiner machen. Aber für 25 Medaillen, würde ich sagen, habe ich das schon sehr, sehr oft gemacht bei einigen. Ja, also tut mir leid. Und dann auch noch diese unverschämten Angebote gleich wieder Angebote hier reinballern. Aber sind gar nicht mal so schlecht. 1,99 hier für diese beiden. Vorwärtsmarsch. Naja, wir machen hier ganz, ganz piano weiter. Sind hier, ich glaube, nicht ganz am Aufstieg.
Ich glaube, wir sind hier nicht ganz am Aufstieg, denn der Clan Empora wird noch zurückschlagen. Wir sind jetzt zwar zwei, ich glaube, wir sind jetzt zwei Sterne vorne, mehr aber nicht. Mehr aber nicht. Wir haben uns wieder ein bisschen zurückgekämpft. Wir hatten einen echt sehr, sehr schwachen Tag. Haben auch jetzt nicht den tollsten Gegner hier mit den Yorkshire Boys. Gegen die spielen wir jetzt gerade. Und haben aber im Clan-Kick davor auch eigentlich versäumt, die 40 Sterne mindestens da oben zu machen gegen Interstellar. Und Empora hat nämlich doch nochmal mit allen 15 angegriffen. Das haben die zu Anfang auch nicht gemacht. Sind dann wahrscheinlich auch erst dann wach geworden. Aber ich denke mal, ist trotzdem eine coole Liga gewesen. Eine schöne Ligawoche hier von denen, die zumindest mit dabei waren. Und das lässt auf jeden Fall auf mehr dann hoffen in der wahrscheinlich erst nächsten Liga. Ich halte euch ja auf dem Laufenden, ob wir aufgestiegen sind oder nicht. Also es ist noch nicht vorbei. Auch hier wieder 15 Stunden. Und ihr müsst auch mal überlegen, es ist jetzt 28, wo ich hier jetzt aufnehme, heute Morgen oder heute fast Mittag. Und noch 22 Stunden im anderen Clan, dann wisst ihr auch wieder, wann das Ding wieder zu Ende geht. Also man hat unheimlich viel Zeit. Es würde mich freuen, wenn ihr so ein bisschen Pro und Contra mir in die Kommentare hinterlasst. Wie war das erste Überfallwochenende bei euch? War das eher ein super, super Flop? Oder gibt es da auch so ein bisschen, was ihr dem abgewinnen könnt? Oder sagt ihr dem Ganzen, naja, es ist jetzt mal so, es ist jetzt mal da, wie das Teil hier. Ja, das Teil ist auch nur da, mehr nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Teil da unten genauso wird wie das Nachtdorf. Nämlich so ein hässliches Entlein, irgendwo so Schmuck am Nachthemd des normalen Heimatdorfs. Und denn das Heimatdorf wird immer das Heimatdorf und das Hauptdorf bleiben, wo man sein Hauptaugenmerk, denke ich mal, drauflegt. Und die anderen Sachen sind ja einfach nur, wie gesagt, das ist irgendwie nur so ein Beiwerk. Die Leute irgendwie so am Spielen halten. Ich meine, bei Clash of Clans kannst du ja auch so unheimlich viel rausholen aus dem Code. Aber ich glaube, das ist längst nicht das Beste, was wir hier gesehen haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Wochenstart. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, Leute, euer Toto. Fest.